So, hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder einschaltest. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der Chartanalyse und wir schauen uns noch wichtige Informationen heute an. Vor allem schauen wir uns den Dollarindex an, weil dieser sehr stark unseren Bitcoin-Preis im Moment beeinflusst. Warum und weshalb, das wirst du hier bei mir im Video. Deshalb schauen wir uns das auch gleich an. Also im Hintergrund siehst du den 4-Stunden-Chart. Wir sind gestern dann und heute Nacht auch nochmal ein Stück abverkauft worden. Ihr seht es hier nochmal ganz schön. Wir hatten dann hier so ein kleines Fake-Out hier nach oben, sind dann um knapp bei 2.800 Dollar nach unten gefallen. Das ist schon ein größerer Move bei Bitcoin, kann man wirklich sagen. Aber jetzt erstmal das Positive vorneweg. Das Positive ist jetzt erstmal, dass wir dieses Tief nicht unterschritten haben. Ihr seht es auch hier nochmal, ihr könnt euch da auch gerne so eine Linie hier reinziehen. Seht ihr, die Linie geht nach oben, das heißt, wir haben kein tieferes Tief gemacht. Aber klar, das ist natürlich jetzt erstmal alles andere als super. Dennoch auch sehr gut, dass wir uns erstmal auch auf dem 4-Stunden-Chart über unserem 100er EMA-Ribbon hier wieder drüber halten. Aber auch hier sieht das Ganze jetzt erstmal natürlich, klar, sehr, sehr bearish aus. Wir können hier jetzt einen schönen doppelten Boden jetzt hier reinkriegen. Das ist der letzte größere Support für den Bitcoin-Preis. Sollten wir hier einen Daily Close und vor allem einen 4-Stunden-Close hier unter 44.200 Dollar bekommen, dann wird es für Bitcoin wieder richtig heftig und richtig schwierig. Warum? Weil wir uns das nämlich hier jetzt auch mal anschauen können auf unserem anderen Timeframe, den ich euch ja hier eingezeichnet habe, auf den Daily Chart. Ihr erinnert euch, das war hier unsere wichtige Widerstand- und Supportlinie. Ich habe euch immer wieder gesagt, da müssen wir drüber kommen. Wenn wir da drüber kommen, ist es dann sehr wahrscheinlich, dass wir uns auch drüber halten. Aber dafür müssen wir das ganze Ding immer wieder antesten und als Support bestätigen. Und jetzt schaut euch mal an, was Bitcoin jetzt seit zwei Tagen oder ja in den zwei Tagen jetzt hier gemacht hat. Einmal den einen Tag hier, das war am 1. April und dann jetzt nochmal am heutigen Abend beziehungsweise heute früh, ja, mit der Eröffnung der Märkte in Asien und so weiter, gab es wieder den Abverkauf. Also da jetzt unbedingt aufpassen. Ihr seht jetzt hier, wir haben genau auf den Dollar genau hier wieder die 44.400 angetestet und das Ding muss halten. Auch auf dem Daily Chart haben wir jetzt einen Retest von unserem 20er EMA gesehen. Und der 20er EMA war weiterhin auch immer wieder sehr starker Widerstand und teilweise dann auch wieder guter Support. Ja, ihr seht hier, Support, 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 dann war das Ganze hier Widerstand, Widerstand. Das heißt, der 20er EMA auf dem Daily ist wirklich ein signifikantes Level. Ihr seht es auch nochmal hier, Widerstand. Dann war es hier auch nochmal angetestet, Widerstand. Und dann ist es, sobald wir drüber gebrochen sind, zu Support geworden. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, damit ihr das versteht. Im Moment ist noch nicht alle Tage Abend. Klar, jetzt werden wieder die ganzen Shorts und die ganzen Bären rauskommen. Jetzt ist das Ding, das fällt jetzt runter auf 20.000 Dollar. Nein, solange wir keinen Daily Close unter unseren wichtigen 44.400 Dollar haben und Worst Case Szenario einfach 44.000 Dollar. Ja, solange wir darunter nicht schließen, ist für Bitcoin noch alles in Ordnung. Und ich habe euch ja auch gesagt, es kann durchaus sein, dass wir hier noch ein bisschen weiter traden in der Seitwärtsphase. Ihr erinnert euch, das habe ich euch schon seit ein, zwei Wochen gesagt, weil das genau dieser Punkt hier ist. Ja, und ich habe gesagt, Bitcoin wird es nicht gleich hier innerhalb von ein, zwei Tagen hier nach oben schaffen und hier einfach durchbrechen wie die Feuerwehr, keine Ahnung, ja. Deshalb da einfach mal aufpassen, habe ich gesagt, wir können hier noch ein bisschen lang traden, bevor wir hier dann das nächste Breakout schaffen und genau das ist im Moment jetzt hier der Fall, ja. Deshalb da einfach aufpassen und auch der VPVA, das zeigen wir uns ja auch nochmal, das ist nicht einfach so mal kurz zack weg und wir pushen hier einfach drüber. Mit so einer Reaction oder mit so einer Marktsituation habe ich eigentlich schon vor ein, zwei Wochen gerechnet und habe ich das auch in den jeweiligen Videos reingeschrieben. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz zurück und schauen uns hier nochmal auf dem Daily Chart das Ganze an. Auch hier auf dem Daily Chart ist natürlich jetzt so, ihr seht es hier ganz schön, wir sind jetzt hier runtergefallen, aber halten uns relativ stark. Jetzt ein Stundenchart. Ein Stundenchart sieht das Ganze jetzt auch nochmal ganz gut aus. Ihr seht es hier ganz schön. Wir sind jetzt hier zwar runtergebrochen, wurden aber sehr stark wieder aufgekauft und haben uns genau über unseren Point of Control, das ist diese grüne Linie hier von diesem Tag,
haben uns hier wieder drüber gehalten. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil genau das Ding haben wir hier angetestet, wurden dann aufgekauft. Wir sind runtergefallen, sind auch wieder über den Point of Control. Könnte durchaus möglich sein, dass wir hier jetzt einen wunderschönen, großen, doppelten Boden jetzt hier reinbekommen. Aber dafür muss das ganze Ding halt jetzt hier halten. Auch hier seht ihr es nochmal ganz schön. Wir haben unser Tief hier nicht unterschritten. Wir haben genau diese Candles, diese zwei Candles hier nochmal abgeholt, aber haben das Tief nicht unterschritten. Also hier auch nochmal sehr gut. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, diese Widerstandslinie, die ist eigentlich jetzt erstmal ad acta gelegt, weil wir sind zweimal hier drüber gebrochen, wir sind zweimal hier drüber gebrochen und nicht geschafft, abverkauft worden, drüber gebrochen, nicht geschafft, abverkauft worden. Aber man kann immer wieder solche kleinen Trades mitnehmen und das sind jetzt hier wieder diese Moves von den Market Makers. Ja, ich habe es auch gestern hier reingepostet, habe gestern gesagt, hey Leute, aufpassen, wir könnten hier an dieser Stelle so ein kleines Symmetrical Triangle formen, dass wir hier nach oben hin ausprägen, kann man hier so einen kleinen Trade mitnehmen, aber da müsst ihr wirklich aufpassen, sobald ihr im Profit seid, und das ist ganz wichtig in dieser Marktphase, sobald ihr im Profit seid, geht aus euren Positionen für euren Daytrade raus oder setzt sofort euren Stop-Loss auf euren Einstieg, damit ihr keinen Verlust mehr macht. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil sonst kommt ihr genau in diesen Strudel hier mit rein und euer Stop-Loss wird getriggert oder ihr werdet sogar im Worst-Case-Szenario rausliquidiert. Das ist jetzt hier Market Maker Beeinflussung der Märkte, ja, in höchster Klasse, also muss man wirklich sagen, Market Maker pushen den Preis nach oben, viele Long-Positionen kommen hier rein, um den Preis hier wieder nach unten zu drücken und nach unten hin abzuverkaufen, deshalb unbedingt aufpassen. Das habe ich euch dann auch hier reingeschrieben, ich habe euch kurz vor dem Breakout hier gesagt, aufpassen, mögliches Breakout bei Bitcoin für Daytrader, nicht für längere Positionen, nicht für Long-Positionen, die ihr über 1, 2, 3, 4 Wochen offen haben wollt, sondern schnell rein und schnell wieder raus. Das ganze Ding ist dann hier auch wunderbar ausgebrochen, 14,22, und da schließt man dann bei solchen Moves, schließt man dann einfach seinen Trade und ist dann komplett raus, ja, Tag ist beendet, fertig. Und wie gesagt, kommt da gerne rein, 10.351 Leute sind da am Start, ja, und weil man dann einfach diesen Abverkauf hier nach unten hin dann Best Case umgeht und hier einfach kleine Profite mitnehmen kann. Dann gehen wir rein in die News, schauen uns die News an, wie sieht es da im Moment aus. Wenn du auch hier Bock hast, einfach meinen Kanal beizutreten, würde ich mich natürlich über deine Unterstützung freuen. Lass dir auch gerne mal ein Like da, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, stellt diese auf alle. Gestern 7000 Aufrufe, knappe 800 Likes, vielen lieben Dank, vielleicht schaffen wir ja heute die 1000 Likes, heute Abend gibt es auch wieder einen richtig fetten Livestream. Crypto Fear and Greed Index weiterhin auf unserer 50-Punkte-Marke, wir sind wieder auf 48, gestern waren wir auf 53, also wir pendeln uns hier zwischen der 50-Punkte-Marke einfach ein, deshalb da mal, könnt ihr jeden Tag mal ein bisschen drauf schauen. Ich gehe jetzt davon aus, dass hier, wenn wir hier wieder weiter nach unten fallen, wieder sich sehr gute Möglichkeiten ergeben, Bitcoin nachzukaufen. Dann schauen wir rein, und zwar Cardano-Netzwerk blüht auf, fast 6000 neue Cardano-Wallets täglich. Also richtig heftig, was bei Cardano im Moment abgeht. Schreibt es gerne mal unten rein, wenn ihr Cardano-Hodler seid und wenn ihr davon ausgeht, dass hier Cardano wieder über unsere 2 Dollar, vielleicht auch sogar Richtung 3 Dollar nach oben pusht dieses Jahr, würde mich das sehr freuen. Aktuell zählt das Netzwerk knappe 3,2 Millionen Wallets. Das stellt einen Zuwachs von 19,7% in Q1 dar. Also sehr heftig. Es sind sehr viele Leute, die bei Cardano jetzt zugeschlagen haben. Des Weiteren MicroStrategy, ich habe es auch gestern nochmal reingepostet bei den Gold-Membern und auch bei den Silber-Membern bei Bitbull Trading. Bitcoin wird gekauft von MicroStrategy im Wert von 190 Millionen US-Dollar. Also die haben da wieder richtig zugelangt, und zwar bei einem Preis von 45.714 US-Dollar. Stand jetzt sind sie leicht im Minus, aber ich denke, da wird sich MicroStrategy und Michael Saylor durchaus was bei gedacht haben, bei diesem Preislevel nochmals neu nachzukaufen. Dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall nochmal definitiv rein Richtung Ethereum und schauen uns an, was bei Ethereum passiert ist. Und zwar, da haben wir jetzt auch, das ist Ethereum Bitcoin, sorry Leute, da haben wir Ethereum US-Dollar. So, das ist das ganz große Problem, was wir jetzt hier haben. Das habe ich euch auch gestern gesagt. Ich habe gesagt, Leute, aufpassen, gestriges Video gerne mal anschauen. Ich versuche euch das hier oben einfach mal zu verlinken. Ich habe gesagt, wenn wir hier oben nicht reinkommen, ist die Wahrscheinlichkeit nochmal groß, dass wir hier nach unten hin korrigieren
Genau das hat Ethereum jetzt gemacht. Ja, klar, ist natürlich auch deshalb, weil Bitcoin abverkauft worden ist. Aber wir haben es einfach nicht nachhaltig hier in diese wichtige Zone reingeschafft. Warum und weshalb ist das so? Für die Leute, die hier heute neu auf meinem Kanal sind, das ist einfach diese Zone, die sich hier geformt hat. Ja, das heißt, hier wurde nicht viel umgesetzt wegen dieser Minus Distribution, die wir an dieser Stelle, an diesem Preislevel haben. Und ich habe euch gesagt, wir müssen es schaffen, dass wir hier reinkommen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir Richtung 3.800 Dollar einfach nach oben durchbrechen. Aber solange wir hier nicht reinkommen, wird es für Ethereum sehr schwer werden. Genau das haben wir gesehen. Wir sind runtergefallen und siehe da, was machen wir genau im Moment noch? Wir testen genau wieder diese zwei Hochs an bei 3.266 US-Dollar. Genau das testen wir hier wieder an. Das können wir uns auch nochmal auf den 4-Stunden-Chart anschauen. Hier seht ihr das einmal nochmal ganz schön. Auf den Dollar genau und auch den 100 EMA auf dem 4-Stunden-Chart wieder angetestet. Erstmal weiterhin sehr bullisches Zeichen. Warum? Weil wir weiterhin in einem Aufwärtstrend sind. Ja, ihr könnt euch das hier zum Beispiel auch hier einfach mal so einzeichnen. Ups, so, das bedeutet, wir haben kein tieferes Tief gemacht. Hier seht ihr das nochmal ganz schön. Diese Linie hier oben können wir auch wegmachen. Ja, solange wir kein tieferes Tief machen auf dem 4-Stunden-Chart, sowohl als auch auf dem Daily Chart sieht das für Ethereum weiterhin gut aus. Es war jetzt mal eine größere Korrektur, die war auch mal wieder nötig, muss man ja ganz klar sagen. Wenn man sich das nämlich auch mal anschaut, wir sind bei Ethereum einfach um knappe 43,18% gestiegen. So, jetzt aber das ganz wichtige Thema. Und zwar unser Dollar-Index. Wir haben das ganze Thema schon mal vor ein, zwei Monaten, glaube ich, angeschaut. Und da will ich euch definitiv einfach jetzt nochmal hier wichtige Infos euch mit. So, und deshalb müssen wir einfach beim Dollarindex jetzt uns das hier mal anschauen. Denn immer, wenn der Dollarindex nach unten gefallen ist, haben wir bei Bitcoin eine sehr starke Rallye nach oben gesehen. Wenn jetzt der Dollarindex nach oben steigt in den kleineren Timeframes, Wochenchart, Daily Chart, ist es immer so gewesen, dass Bitcoin nach unten droppt. Wenn wir uns das nämlich jetzt hier mal anschauen, auf dem 4-Stunden-Chart, was in den letzten paar Stunden und jetzt auch Tagen passiert ist. Und zwar haben wir hier einfach mal nochmal schön gesehen, dass der Dollarindex komplett hier in einer Range ist und er hat diese Range jetzt nach oben hin durchbrochen. Das ist erstmal ein positives Zeichen für den Dollarindex. Klar, ihr seht es auch hier, wir haben hier unten 1, 2, 3 Bottom, also 3 Böden, 1, 2, 3 heißt, das bedeutet, wir sind hier wunderbar in einer Range. Die Range wurde jetzt hier nach oben hin durchbrochen und das könnte durchaus nochmal eine Rallye für den Index hier sein. Weil solange dieser nicht nieder nach unten fällt, auf den kleineren Timeframes, können wir nicht mit einem sehr starken Pump bei Bitcoin einfach rechnen. Ihr seht es hier auch nochmal ganz schön. Immer wenn wir hier nach unten gefallen sind, ist dann Bitcoin nach oben gepusht. Steigen wir nach oben beim US-Dollar-Index steigen wir hier nach oben. Es ist so, dass wir beim Bitcoin immer nach unten fallen. Und das habt ihr dann auch hier nochmal gesehen, weil wenn wir uns dann hier auch nochmal den Daily-Chart einfach hier anschauen, ja, wir sind einfach in einer sehr starken Rallye. Und das hier seit Januar 2022. Und ihr wisst, seit Januar 2022 ist eigentlich nicht viel passiert. Wir wurden dann auch immer wieder sehr stark abverkauft teilweise. Und deshalb solltet ihr euch das immer mal im Hinterkopf haben, was der Dollarindex macht. Der Dollarindex beeinflusst einfach jetzt sehr, sehr stark unseren Bitcoin-Preis. Solange wir hier nicht nach unten fallen wieder und zumindest mal 1, 2, 3, 4, 5 Tage oder mal eine Woche hier nach unten korrigieren, müsst ihr davon ausgehen, dass Bitcoin keine großartigen Moves im Moment macht. Ja, ganz wichtiger Punkt. Und das will ich euch einfach mal mitgeben. Schreibt es auch gerne mal unten rein in die Kommentare, wer den Dollarindex gar nicht so auf dem Schirm habe. Deshalb da aufpassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für den Bitcoin-Preis. Und wenn dich das hier Ganze interessiert und wenn du hier einfach nichts mehr verpassen willst, von Montag bis Sonntag gibt es immer ein Update-Video. Lass dir auch kostenlos gerne ein Abonnement da. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und heute Abend gibt es wieder um 20 Uhr einen fetten Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle am Start. In diesem Sinne hören wir uns heute Abend. Euer Basti. Ciao, ciao.